Das Festival ist ja, gilt Digital First, also vollumfänglich ist es digital zu erleben. Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr nochmal die Präsenz gestärkt. Insgesamt haben wir 4 Präsenzbühnen. Eine davon steht in Nürnberg und ist auch heute früh an den Start gegangen, die sogenannte Shifting Stage. Und gleich 2 Menschen, die jetzt bei mir sind, haben da heute Morgen schon die Gelegenheit gehabt zu sprechen. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass Frau Professor Dr. Isa Jahnke bei uns ist. Sie ist Gründungsvizepräsidentin für Studium, Lehre und Internationales und Professor of Learning Technologies an der Technischen Universität in Nürnberg. Und bei uns ist Professor Dr. Thomas Voigt, Professor für Wirtschaftsinformatik, Fakultät Informatik an der Technischen Hochschule Nürnberg. Und er ist Projektleiter des sogenannten EMPAMUS-Projektes, über das wir jetzt gleich so ein bisschen mehr hören werden. Ihre beiden Vorträge sind schon gelaufen. Nicken Sie doch mal kurz, wenn es gut war, oder geben Sie uns ein Zeichen. Ist gut gelaufen. Super. Okay. Ja, für die, die eben jetzt nicht die Chance hatten, dabei zu sein, haben wir die Lobby Stage, wo wir über die Inhalte auch noch ein bisschen mehr erfahren. Und ich würde direkt gerne mal mit Ihnen anfangen, Herr Voigt. In dem Beitrag stellen Sie die Frage, und ich bin da echt dran hängen geblieben, wie Hochschule neu gedacht werden kann. Und Sie sagen, wir sollten die Hochschule als kaputtes Spiel betrachten. Was steckt hinter diesem Bild und wie können wir die Lehre dann sozusagen reparieren, wenn wir sie als Spiel betrachten? Ja, hinter diesem Bild steckt tatsächlich die Idee, dass dieses University Future Festival ja eigentlich mit der Zukunft zu tun hat. Das heißt, wir wollen ja aufbrechen in eine Zukunft und da natürlich auch irgendetwas anders machen. Und ich glaube aber, wenn wir eben nicht aufpassen und gar nicht so viel anderes machen, dann besteht immer die Gefahr, dass wir genau dort wieder landen, wo wir eigentlich heute schon sind. Weil wir dürfen auch nicht vergessen, unsere heutige Gegenwart ist die Zukunft von gestern. Und deswegen richte ich den Blick in meinem Vortrag tatsächlich darauf, was eigentlich an kaputten Spielen in unseren Hochschulen eigentlich los ist. Also von Spielen, die wir eigentlich überwinden sollten, die wir zurücklassen sollten, die wir vielleicht auch reparieren sollten. Und da hilft eben einfach eine ganz verrückte Perspektive, nämlich dahingehend verrückt, dass wir einfach mal aus einem ganz anderen Blickwinkel auf unsere Hochschulen gucken, nämlich aus dem Blickwinkel des Spiels. Denn aus dieser Perspektive können wir einfach Dinge erkennen, die uns aus unserer normalen Perspektive tatsächlich verschlossen bleiben. Und das ist vor allem Motivation. Also wo werden wir demotiviert, wo werden Studierende demotiviert und wie können wir dann in Anlehnung an das Spiel natürlich, was ein tolles motivationales Vorbild sein kann, wie können wir dann Motivation neu designen und gestalten? Also verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, mal aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Es klingt total super und ich kann das unterschreiben. Bei Spielen bin ich motiviert mitzumachen, zu gewinnen idealerweise. Und Sie haben diesen Ansatz ja in Ihrem Projekt EMPAMUS, ich habe es vorhin schon gesagt, oder EMPAMUS, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, erforscht. Also wie ist dieses Projekt gestaltet gewesen? Was haben Sie da für Ansätze gehabt, diesen Ansatz noch weiter zu verfolgen, diesen Spieleansatz? Genau, also unser Ansatz ist tatsächlich der, dass wir sagen, wir stellen uns die Frage, wo steckt der Spaß im Spiel und wie kommt er dort hinein? Und die Frage beantworten wir, indem wir nicht die Spieleautorinnen und Autoren fragen, denn da hat jeder und jede seinen eigenen persönlichen Weg, Spiele zu gestalten und zu erfinden, sondern was wir stattdessen machen ist, wir arbeiten mit einem wahnsinnig tollen Datenschatz, den wir hier in Nürnberg haben, und das ist das Deutsche Spielearchiv. Und in diesem Deutschen Spielearchiv lagern über 40.000 Brett- und Gesellschaftsspiele, und die haben wir jetzt in den letzten 8 Jahren massiv unter die Lupe genommen und mal wirklich Deep Dive reingemacht und gefragt, okay, wie werden diese Spiele gebaut? Was finden wir in den Spielen an motivational bedeutsamen Spieldesign-Elementen, die wir dann in der echten Welt wahnsinnig gut gebrauchen könnten? Denn überall dort, wo uns Motivation verloren geht, geht es vielleicht darum, dass wir ja kein Kompetenzerleben haben, kein Autonomieerleben, uns fehlt soziale Eingebundenheit, uns fehlt aber auch Bedeutung, es kommt uns sinnlos vor. Und genau diese Fehlstellungen in der im motivationalen Design, da zeigen uns Spiele eben wahnsinnig viele Lösungsmöglichkeiten auf, von denen wir uns ja als Regelgestalter in der echten Welt tatsächlich inspirieren lassen können. Denn das Paradoxon ist wirklich, wenn man sich die Spielregeln anguckt, die sind ja total rigide. Tu das nicht und mach das, das darfst du auf gar keinen Fall tun. Und die echte Welt ist ja auch durchsetzt mit lauter Regeln, die uns sagt, was dürfen wir, was sollen wir tun. Aber komischerweise, die Regeln im Spiel, die erhalten Motivation, die fördern Motivation, und die Regeln der echten Welt, die Bürokratie, die wir auch in Hochschulen erleben, die frustriert uns häufig. Und da ist eben die Idee, was können wir als Regelgestalter der echten Welt lernen von den Profi-Regelgestaltern, die eben Spiele entwickeln.
Können Sie da mal ein Beispiel machen? Also vielleicht mit einem Spiel, was den meisten geläufig ist, was man sich da so abschauen kann, dass ich das nochmal so ein bisschen griffiger verstehe. Ja, zum Beispiel, denken Sie an das Spiel Jenga. Jenga ist ja dieser Turm, den wir quasi stapelt, gemeinsam bauen. Genau, und man klaut sich die Steine von unten aus dem Turm und muss die oben hinsetzen. Und dieses Spiel wird mit jedem Stockwerk, was wir oben draufsetzen, natürlich schwieriger und wackeliger. Aber gleichzeitig ist dieses Spiel so gebaut, dass es einfach beginnt, aber dann sukzessive schwieriger wird und wir automatisch als Spielende in diesen Bereich hineinkommen, wo wir sagen, Mensch, jetzt bin ich optimal gefordert. Optimal gefordert mit dem, was ich kann an Geschicklichkeit, aber auch das, was das Spiel mir abverlangt. Und da ist zum Beispiel Feedback ein ganz, ganz wichtiges Spieldesign-Element. Und das hatte meine Kollegin Isa Janke ja auch in ihrem Vortrag gehabt, wie wichtig Feedback für Studierende ist, nicht nur am Ende einer Vorlesung zu erhalten, am Ende eines Semesters, sondern schon während des Semesters immer wieder gutes Feedback zu erhalten, wo stehe ich, wie gut bin ich eigentlich, um diese Frage zu beantworten. Und da können wir uns eben von Spielen wirklich sehr, sehr viel abschauen, zu aller Vorderst eben auch, wie geben wir Feedback, was uns motiviert. Super, klingt spannend. Jetzt werde ich Jenga auf jeden Fall mit meinen Kindern in einem ganz anderen Blickwinkel spielen. Wie geht das jetzt weiter mit dem Projekt? Wie können Sie diese Ansätze jetzt tatsächlich so in die Breite tragen oder umsetzen? Ja, das Wunderschöne ist, dass dieses Thema Motivation in ganz, ganz vielen Kontexten ein Thema ist. Das heißt, wir haben unsere Forschungsergebnisse jetzt gestaltet in digitale Tools, aber auch in analoge Tools, in Form von einem Kartenspiel zum Beispiel, wo wir eben mit ganz vielen Unternehmen, Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um motivierende Prozessabläufe, motivierende Systeme, motivierende Software zu gestalten. Und das ist tatsächlich ein Weiterbildungsprogramm, was hier die Technische Hochschule Nürnberg schon seit knapp 3 Jahren auch anbietet. Und da kann jeder, wenn er möchte, einfach mal hineinschnuppern, wenn er Lust hat auf diese verrückte Perspektive, um einfach mal zu gucken, was entdecke ich eigentlich, wenn ich meine eigene Arbeit, mein eigenes Arbeitsumfeld, meine Lernumgebung als ein kaputtes Spiel betrachte. Da können wir, wie gesagt, jedem einfach einladen, da mit uns diese Perspektive mal zu wechseln. Super, dann hoffe ich, dass wir zusammen ganz viel reparieren können in der nächsten Zeit. Ich halte mich jetzt auch an eine Spielregel, guter Begriff eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, nämlich, dass ich allen GesprächspartnerInnen gleich viel Zeit einräumen möchte. Sie haben es eben schon gesagt, Isa Janke hatte auch einen Vortrag. Insgesamt ist ja der Schwerpunkt in Nürnberg so innovative Lehr-Lernansätze und in dem Bereich haben Sie auch einen Vortrag gehalten und haben einen Ansatz vorgestellt, wenn ich das so richtig verstanden habe, der forschungsbasiert ist und die Idee oder die Argumentation, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, dass Lehre nur dann besser werden kann, wenn es mit den Prinzipien der Wissenschaft und Forschung angegangen wird. Ich weiß, das ist eine Herausforderung in der Kürze der Zeit, aber können Sie diesen Ansatz nochmal von der Idee zumindest kurz zusammenfassen für uns? Das versuche ich sehr gerne. Die Idee ist aus dem Stift From Teaching to Learning zu starten. Das ist ein Konzept aus den 90ern. Und das bedeutet, dass wir Lehre, also Lehrprozesse, aus der Sicht von Studierenden oder aus der Sicht von Lernen versuchen zu gestalten. Und wenn man das so versteht, dass wir erst verstehen müssen, was Lernen ist, dann kann man besser Lehre anbieten und Lehrprozesse ermöglichen. Und eine wichtige Sache aus der Forschung ist, dass wir gelernt haben, dass Lernprozesse passieren, wenn man eben nicht nur zuhört oder zuschaut oder sich ein Video ansieht, sondern wenn man danach etwas tut. Und das heißt, im Vortrag habe ich verschiedene dieser Forschungserkenntnisse vorgestellt und daran hingewiesen, wie wir in der UTN diese Forschungserkenntnisse nutzen und ein neues Lehr-Lern-Konzept für die gesamte Universität aufzubauen. Also Beispiel, bei uns gibt es keine Vorlesungen, weil das ist ja nur Zuhören, sondern es gibt asynchrone Online-Lernprozesse, die Studierende selber oder in Gruppen erarbeiten. Also sie bekommen Informationen, kurze Videos von 5 Minuten oder Podcasts, nicht länger als 7 Minuten in der Regel, dann ist der Dropout hoch. Und dann gibt es immer Aufgaben, Assignments zu lösen online. Und durch dieses Online-Lösen von Aufgaben, das kann eine Diskussion sein online, ein Quiz oder auch eine Projektarbeit, können dann die Lehrenden schon einschätzen, Assessment und Feedback geben, wo Studierende stehen. Und in der Präsenzphase dann
wöchentlich oder zweiwöchentlich Feedback geben und daran das vertiefen, was vorher gelernt wurde. Und was wir tun, ist, diese Forschungserkenntnisse nutzen, um diese Lehr-Lern-Konzepte anders aufzubauen. Das ist eins. Was wir selber tun, ist, und das ist der zweite Baustein, dass wir diese Lehrkonzepte entwickeln, aber uns immer Daten holen. Und zwar nicht nur die Studierendenbefragung, ob die das toll fanden, sondern auch mit sogenannten User- oder Learning Experience-Methoden Effektivität und Effizienz versuchen zu erfassen. Bedeutet, Effektivität, können die Studierenden die Lernziele der Veranstaltung erreichen? Das kann man mit Pre- und Post-Tests messen. Sehr simpel, braucht man keinen großen Aufwand für. Und effizient, waren die Inhalte viel zu viel? Waren die Aufgaben viel zu viel? War es eher langweilig? Also Zeit und Kosten für diese Art. Und in diesen drei Iterationen machen wir quasi Lehrveranstaltung 1 im Wintersemester, erfassen Daten. Das erste ist immer chaotisch, funktioniert nie. Durch diese Forschungsdaten bekommen wir ganz viele Hinweise, wie wir die Lehrveranstaltung verbessern müssen. Und das machen wir mindestens dreimal, also drei Wintersemester. Und beim dritten Mal läuft es in der Regel. Und wir sind ja eine junge Uni. Das heißt, wir sind jetzt gerade im ersten Durchlauf gewesen. Und das meine ich mit Forschungs- oder mit Prinzipien der Forschung anzugehen. Also Lehre wirklich mit verschiedenen Datensets zu reflektieren und dann weiterentwickeln zu können. Super, ja, das ist ja der große Vorteil, dass Sie sich nicht nur als Professorin mit dem Thema befassen, sondern das direkt in Ihrer Rolle als Gründungsvizepräsidentin mit dem Digital Lead Lab, was Sie da gegründet haben, ja dann wirklich in der Umsetzung direkt testen können. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz besonderer Vorteil, den Sie da auch haben, nehme ich mal an. Ne? Ja, der Vorteil ist, eine neue Universität zu haben, wo nichts war. Da kam Präsident und Kanzler in die Uni und da war nichts. Keine Mitarbeiter, ja. Keine IT, keine Infrastruktur, keine allgemeine Studienordnung. Und das alles darf ich mit aufbauen. Und natürlich auch das Digital Lead, die Instructional Designer, die auf dieses neue Lehr-Lern-Konzept fokussiert sind. PS, so neu ist es gar nicht. Ich habe ja diese Erfahrung aus Schweden und USA mitgebracht. 10 Jahre war ich ja im Ausland und habe mir das Beste aus diesen Forschungserkenntnissen und über, was wir in den USA vor allen Dingen seit 10 Jahren schon machen, nehme ich jetzt hier, bringe ich jetzt nach Nürnberg mit und gucke, ob das in diesem Kontext auch funktioniert. Das ist wahrscheinlich jetzt wieder, um die andere Perspektive reinzubringen, eine große Motivation, die Sie da aufgrund dieser ganzen neuen, freien Fläche, die Sie da vor sich haben, die Sie gestalten können. Da wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg dabei und natürlich auch ans ganze Team in Nürnberg heute ganz viel Spaß, tolle Projekte. Es gibt ja auch ein umfangreiches Rahmenprogramm noch, was man erleben kann und sehr viele Talks, die auch natürlich digital gestreamt werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch in das Programm der Shifting Stage nochmal reinzuschauen. Ganz kurz noch, ist denn eigentlich Hochwasser ein Thema in Nürnberg? Mussten viele das ihr Kommen absagen oder sind Sie da irgendwie von betroffen? Oder kann man also aktuell ist Nürnberg an Herrn Beuth weiter, weil ich komme aus Nürnberg davon, ja. Und ich bin von betroffen. Genau, Herr Beuth, Herr Beuth spricht auch schon. Ich glaube, Sie müssen noch mal neu starten. Genau, Herr Beuth, erzählen Sie uns mal kurz. Ja, tatsächlich ist Nürnberg mit einem blauen Auge davon gekommen, was das letzte Hochwasser hier in Bayern angeht. Aber ja, vor wenigen Tagen, tatsächlich kurz vorher, hat es uns schon erwischt als Hochschule. Ein ganzer Standort ist hier auch quasi geflutet worden eines Nachts, sodass da momentan auch die Lehre davon betroffen ist. Aber heute zumindest sind die meisten Teilnehmer tatsächlich trotz dieser Einschränkung auch, ja, haben es nach Nürnberg geschafft. Gott sei Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, flugs direkt nach Ihren Vorträgen in unsere kleine Lobby-State hier nach Berlin zu kommen. Weiterhin viel Spaß, viel Erfolg. Sie werden sich bestimmt das eine oder andere auch noch anschauen.